Frau Thelen, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung an Sebastian Bayer, dem Vater Ihrer Tochter. Frau Thelen, Ihr Vorname ist Silke. Sie sind am 12. Februar 1970 in Mainz geboren, wohnen auch dort, sind ledig und haben eine 18-jährige Tochter namens Vanessa. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Restaurantfachfrau. Und seit dem 29. September 2010 sind Sie in Mainz in Untersuchungshaft. Die Anklage hätte ich gerne gehört, Herr Staatsanwalt Ullmann. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte wollte mit aller Gewalt verhindern, dass Sebastian Bayer, der uneheliche Vater ihrer Tochter Vanessa, eine Spenderniere von ihr erhielt. Deshalb beschloss sie, Sebastian Bayer vor der Operation zu töten. Dazu lauerte sie ihm am 27. September 2010 in dessen Garage auf, stach ihn mit einem Messer in den Rücken und sperrte ihn in den Kofferraum, um ihn dort verbluten zu lassen. Erst 13 Stunden später wurde Sebastian Bayer durch Zufall gefunden. Da war er bereits bewusstlos und schwebte in Lebensgefahr. Er überlebte nur knapp. Silke Thelen wird daher wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Thelen, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder wollen Sie Angaben zur Sache machen? Ich weiß nicht, wer das getan hat. Ich weiß nur, dass ich es nicht war. Das kommt mir alles vor wie ein Albtraum. Verstehen Sie, ich bin seit Monaten unschuldig in Untersuchungshaft. Aber das Allerschlimmste an der Sache ist, dass ich eine 18-jährige Tochter habe, die seitdem keinen Kontakt mehr zu mir will. Sie reagiert nicht auf meine Briefe. Sie hat mich nie besucht. Ich weiß überhaupt nicht. Ich könnte Ihnen das erklären. Ihre Tochter ist anscheinend genauso überzeugt davon wie ich, dass Sie für diese Tat hier verantwortlich sind. Das hat mit Sicherheit Ihr Vater ihr eingeredet. Ich weiß nicht, woher das kommt. Sie sind ja gegen diese Operation. Natürlich bin ich gegen diese Operation. Meine Tochter ist 18 Jahre alt. Sie hat ihr ganzes Leben vor sich. Wer wäre nicht gegen eine solche Operation? Das ist ein schwerer Eingriff. Verstehen Sie, ich mache mir einfach nur Sorgen. Was ist, wenn sie irgendwann selbst krank wird? Dann hat sie eine Niere irgendjemanden in den Rachen geworfen, den sie 2 Monate kennt. Ja, und ja, entschuldigen Sie bitte. Ich mache mir einfach Sorgen. Mein Kind ist das Wichtigste in meinem Leben. Ja, ich habe verstanden. Dass sie ihn nur 2 Monate kennt, heißt das, dass sie keinen Kontakt hatte jemals zu ihrem Vater vorher? Nein, das ist richtig. Vanessa war wenige Wochen alt und ist einfach abgehauen, wie vom Erdboden verschluckt. Hat sich nie wieder blicken lassen und auf einmal taucht er wieder auf. Komischerweise wegen dieser Niere jetzt. Ja, das heißt, wir haben jetzt Ihr Tatmotiv hier wunderbar vor uns liegen. Sie sind einmal sehr besorgt um Ihre Tochter, gestehe ich Ihnen auch zu. Und Sie sind, auch das gestehe ich Ihnen zu, irgendwie doch ein bisschen wütend auf diesen Typen, der vor 18 Jahren abgehauen ist und Sie im Stich gelassen hat. So, das kommt zusammen. Ihre Tochter will die Niere spenden. Und jetzt erfahren Sie am Tattag, am 27. September, dass diese Operation wenig später, am 1. Oktober bereits stattfinden soll. Und jetzt sehen Sie einen einzigen Weg, um diese Operation zu verhindern. Und das ist, Sebastian Bayer zu ermorden. Ich bin gegen diese Transplantation, ja. Das haben wir mitbekommen. Aber deswegen mörde ich doch nicht. Genau. Ich hätte ihn niemals umgebracht. Natürlich war meine Mandantin gegen die Operation. Sie hatte natürlich Angst, ihre Tochter zu verlieren. Aber deswegen gleich den wiedergefundenen Vater durch eine Attacke und ihn dabei umbringen zu wollen, das finde ich absolut für absurd. Und ganz ehrlich, ich meine, das Risiko, Vanessa durch diese Tat zu verlieren und gleichzeitig für Jahre hinter Gitter zu kommen und nie wieder die Möglichkeit zu haben, überhaupt mit ihr in Kontakt zu treten, dieses Risiko ist doch viel größer und wäre viel realistischer. Und deswegen ist es unrealistisch, dass sie diese Tat gemacht hat. Ja, da sind wir jetzt schon in den Wertungen. Es gibt jedenfalls eine Augenzeugin, die gesehen hat, dass sie gegen 20.30 Uhr, also etwa 20 Minuten vor der Tat, in unmittelbarer Nähe der Garage gewesen sind. Waren Sie doch? Ja, ich gebe ja auch zu, dass ich da war. Ich wollte Sebastian noch mal ins Gewissen reden, wegen dieser OP. Ich habe überall geschaut, aber er war nicht zu Hause und dann bin ich wieder gegangen. Ich gebe zu, ich war da. Und meine Mandantin war zur Tatzeit zu Hause. Das hat doch der Bruder des Geschädigten bei der Polizei indirekt bestätigt. Der Name ist Michael Bayer. Wir hören ihn nachher als Zeuge. Das werden wir auch tun. Noch Fragen an die Angeklagte derzeit? Dann möchte ich aber mit dem Geschädigten natürlich beginnen. Sebastian Bayer, bitte. Und Sie nehmen bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Herr Bayer, bitte nehmen Sie Platz. Na, hast du schon einen neuen Termin für deine OP? Du kannst dich beruhigen, es wird keinen neuen Termin geben. Entschuldigung. Glückwunsch, da haben Sie ja endgültig erreicht, was Sie mit dem Mordversuch bezweckt haben. Ich glaube, wenn wir hier jemanden beglückwünschen, dann den Zeugen, dass er das überlebt hat. Das tue ich ebenfalls. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, Herr Bayer, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Sebastian, Sie sind 42 Jahre alt und wohnen mittlerweile wieder in Mainz.
Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Installateur, ja. Ich bin seit knapp einem halben Jahr wieder in Mainz zurück. Mhm. Arbeiten Sie noch als Installateur? Nein, durch meine schwere Nierenerkrankung bin ich arbeitsunfähig. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Herr Bayer, haben Sie jetzt freiwillig auf das Angebot Ihrer Tochter verzichtet, die Niere zu spenden? Oder hat sie Ihre Einwilligung zurückgezogen, Ihre Tochter? Das war meine eigene Entscheidung. Ich habe, nachdem ich nach der Tat mitgekriegt habe, was ich damit angerichtet habe, mit meiner Rückkehr und auch mit der Zustimmung von Vanessa zu dieser OP, was ich da in ihrer Familie angerichtet habe, habe ich gedacht, nee, ich will das nicht. Ich will keinen Keil zwischen Mutter und Tochter treiben. Und ja, es war meine Entscheidung. Glaubt ihr kein Wort? Das ist doch alles nur erfunden und erlogen. Wenn es dir wieder schlechter geht, dann änderst du ganz schnell wieder deine Meinung. Ich kenne dich doch. Das tue ich überhaupt nicht. Das tue ich überhaupt nicht. Seit wann wissen Sie, dass Sie eine neue Niere brauchen? April 2010. Herr Bayer, Sie wurden hier am 27. September 2010 mit einem Messer in der Garage angegriffen und schwer verletzt. Beschreiben Sie uns doch mal die Situation. Sie sind abends um 20.30 Uhr zum Haus gekommen und dann? Richtig, ich war bei meiner Tochter, bei Vanessa. Ich habe sie besucht, ich kam zurück, bin mit dem Auto in die Garage gefahren. Ich habe den Kofferraum aufgemacht und ich mich versah, hatte ich einen Arm irgendwie um meinen Kopf, um meinen Hals und auf einmal ein irrsinniger Schmerz, ein Stich in meinen Rücken und da bin ich von übergefallen und mit einmal lag ich da drin. Ich lag in meinem Kofferraum, die Klappe ging zu. Und haben Sie denn irgendwann mal versucht, sich bemerkbar zu machen? Ja schon, ich habe gerufen, ich habe auch dagegen gehämmert, aber ich mir war eigentlich klar, dass mich niemand hören kann, weil meine Mitbewohnerin Annika ja zur Arbeit war in dem Moment. Soweit ich weiß, ist sogar Ihre Mitbewohnerin doch morgens in die Garage gekommen. Haben Sie das noch mitbekommen? Ja, ich habe das wohl mitgekriegt, dass jemand wohl da gewesen sein muss. Aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war, die Schmerzen, diese ganze Situation, ich war wie gelähmt. Ich war kurz vom Kollaps. Sie ist dann, Gott sei Dank, anderthalb Stunden später nochmal gekommen und hat sie dabei im Kofferraum entdeckt. Das war 13 Stunden in etwa nach dem Angriff. Haben Sie dann von Ihrer Rettung noch was mitbekommen? Nein, habe ich nicht. Ich war bewusstlos. Ich habe später dann erfahren, dass ich ein Messer zwischen die Rippen bekommen habe, was zwar jetzt keine unmittelbar lebenswichtigen Organe getroffen hat, aber immerhin dann doch ganz knapp an der Bauchschlagader vorbei. Und wenn die getroffen worden wäre, dann wäre ich sofort verblutet. Na, dann wäre es aus gewesen. Und ich kann nur wirklich von Glück sagen, dass Annika da war und mich gerettet hat. Sie ist Krankenschwester. Und ohne sie wäre ich jetzt tot. Aber Herr Bayer, wenn Sie sich darüber so im Klaren sind, dass meine Mandantin die Angreiferin war, dann haben Sie sie doch bestimmt gesehen. Nee, habe ich nicht. Die hat sich aber wohl ganz feige von hinten an mich rangeschlichen. Außerdem ging das alles so schnell. Wir halten fest, Sie haben sie nicht gesehen. Dann frage ich mich, woher Sie die Sicherheit nehmen, dass sie die Angreiferin war. Denn weder in der Garage noch am Auto oder im Auto hat es irgendwelche Spuren gegeben, die auf meine Mandantin hinweisen. Es gibt auch keine Tatwaffe. Dann war sie wohl gut vorbereitet, hatte Handschuhe an und hat das Messer, die Tatwaffe, wohl weggeworfen. Handschuhe hatte sie nämlich nicht an, Herr Kollege. Sie vergessen das natürlich nicht, aber Sie lassen es mal ganz geflissentlich unter den Tisch fallen, dass wir Fingerabdrücke sichergestellt haben Ihrer Mandantin, und zwar am Garagentor. Und da waren sonst nur die Fingerabdrücke von Ihnen dran und von der Annika Schneider, die auch dort wohnt und lebt. Jawohl, am Garagentor sind meine Fingerspuren. Und zwar deshalb, weil ich, wie ich vorhin schon zugegeben habe, sehr wohl vor Ort war. Ich dachte nur, dass er vielleicht zu Hause ist und nur zu feige ist, die Tür aufzumachen. Deshalb bin ich an jede Tür, hinten an die Gartentür und auch an der Garagentür, um dort zu rütteln, um zu sehen, ob er da ist. Ob er in der Garage lebt. Wo ist denn da die Logik, Herr Staatsanwalt? Warum sollte meine Mandantin während der Tat denn so penibel darauf bedacht sein, bloß keine Spuren zu hinterlassen? Und am Garagentor geht sie ganz schlampig ans Werk und langt sie in Panik. Ach, sie war in Panik. Ich war nicht in Panik. Welche Panik denn? Ich brauche keine Panik. Ich habe nichts getan. Natürlich warst du es gewesen, so wie du dich aufgeführt hast die ganze Zeit, wie eine Furie, seitdem ich zurückgekommen bin. Was hast du denn erwartet? Du bist einfach 18 Jahre lang wie vom Erdboden verschluckt und dann kommst du, stehst vor der Tür. Ich dachte, ich muss unsere Tochter schützen vor diesem Menschen. Und ich war mir sofort sicher, dass es irgendeinen bestimmten Grund dafür geben muss, dass er da ist. Das ist natürlich so schwerwiegend, das war mir nicht bewusst, aber das
Ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst, aber ich wollte die Seniere damals noch gar nicht. Das ist wahr, das ist mein Ernst. Es tut mir auch leid, was alles passiert ist und ich bereue das. Ich habe es jeden Tag bereut. Ach, du hast es bereut. Wenn du es so bereut hast, wieso bist du dann nicht wenigstens einmal aufgetaucht? Da stehen sie 18 Jahre lang nichts. Warum sind Sie eigentlich gegangen, bevor ich wissen will, was er in diesen 18 Jahren gemacht hat? Warum sind Sie überhaupt gegangen? Ich meine, Sie haben Ihre Lebensgefährtin mit Ihrer gerade geborenen Tochter alleine gelassen. Ja, ich weiß. Ich war damals irgendwie überfordert. Ich war viel, viel zu jung. Kein Geld, kein... Ich wollte die Verantwortung nicht übernehmen. Die Wohnung so klein. Ich konnte denen nichts bieten und... Ja, Mensch, ich habe gedacht, ihr seid besser ohne mich aufgehoben. Es ging euch besser ohne mich und deshalb bin ich nach Berlin abgehoben. Haben Sie nie überlegt, sich zu melden in diesen 18 Jahren? Ja, ich habe es immer und immer wieder überlegt. Und warum haben Sie es nicht gemacht? Ich habe immer gedacht, ich muss auf den richtigen Moment warten. Meine Krankheit hat mir dann irgendwann gezeigt, dass es den richtigen Moment überhaupt nicht gibt im Leben. Und hab dann halt irgendwann mal den ganzen Mut zusammengenommen und dachte, ich fahre jetzt nach Mainz und guck mal, was mich da erwartet. Hör mir doch auf, das ist doch alles Quatsch, das war doch geplant. Das war überhaupt nichts geplant, ich weiß gar nicht, was du immer von mir willst. Ich wollte überhaupt nichts Böses, ich wollte nur endlich meine Tochter kennenlernen nach so vielen Jahren. Ich habe gesehen, gespürt, was ich für einen Scheiße gemacht habe. Ich wusste, mein Leben ist begrenzt und ich wollte die Chance nutzen, Vanessa kennenzulernen. Das ist doch alles nur Lüge. Es ging dir doch immer nur um diese Niere. Nein, das ging es mir nicht. Niemals im Leben ging es mir darum. Es ging mir nicht um die Niere, sage ich dir. Du musst mir einfach nur glauben, was das betrifft. Vielleicht fragen wir mal Vanessa dazu, zu diesem ganzen Thema. Oder gibt es noch Fragen an Herrn Bayer derzeit? Dann möchte ich mit Ihrer Tochter fortsetzen. Vanessa Thelen bitte. Und Sie, Herr Bayer, nehmen bitte an der Seite Platz. Herr Zeuge, bleibt unvereidigt. Hallo Schatz, wie geht's dir? Ja. Was machst du denn? Ich hab dich so vermisst. Danke, so mir geht's gut, aber seitdem du dich so aufregst, will Papa meine Nieren nicht mehr. Und egal, ob er die Tat überlebt hat oder nicht, du hast ihn auf dem Gewissen. Ach, Mensch, Vanessa, deine Mama hat ja irgendwo recht. Ich hätte das Angebot von dir nie annehmen sollen. Vanessa, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Nach Thelen ist ihr Nachname, Vorname Vanessa. Sie sind 18 und wohnen in Mainz. Ja, aber seitdem meine Mutter so rumstresst, bin ich zu meiner Freundin gezogen. Aber Sie können mich bitte gerne Vanessa nennen. Gut, Vanessa, was sehen Sie vom Beruf? Ich mache eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Als Tochter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Wie wollen Sie es halten? Ich würde gerne aussagen. Vanessa, Sie scheinen ja nun gar keine Zweifel daran zu haben, dass es Ihre Mutter war, die Ihren Vater niedergestochen und im Grunde genommen versucht hat, ihn zu töten. Woher kommt diese Sicherheit? Ich habe meine Mutter circa eine halbe Stunde vor der Tat erlebt. Und sie ist bei meiner Freundin aufgetaucht, wo ich hingezogen bin, weil wir halt totalen Dauerstreit hatten und ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und sie hat sich da aufgeführt wie eine Furie, hat mir eine richtige Szene hingelegt und hat sich die ganze Zeit über Sebastian ausgelassen. Sie hat ihn ja von Anfang an noch nicht mehr akzeptiert. Und dann hat sie mir noch gedroht, dass sie die OP verhindern würde. Okay, wenn das mal keine Ankündigung war. Das ist doch nichts weiteres als ein unüberlegter emotionaler Ausbruch, der in der Situation doch für mich verständlich ist. Wenn ich von einem unbeteiligten Dritten erfahren würde, dass mein Kind sich so einer Operation unterziehen will, hat er euch genauso aufgeregt und würde ähnlich reagieren, vermutlich wie die Angeklagte. Ja. Also ich bitte Sie, Zufall, meine Mutter erfährt von meiner Operation und kurz danach wird mein Vater angefallen. Wie kannst du mir sowas nur zutrauen? Wir waren immer so ein gutes Team, Vanessa. Wir haben uns nie angelogen, wir hatten nie Geheimnisse voreinander. Und jetzt? Ja, aber auch doch nur, weil ich immer getan habe, was du wolltest. Ich bin erwachsen, ich treffe eigene Entscheidungen. Ja. Dir geht's doch nur um dich, um deine verletzten Gefühle von damals, wer er abgehauen ist. Du warst doch noch nicht mal bereit, Sebastian kennenzulernen oder ihn an mich ranzulassen. Weißt du, du bist einfach nur verletzt und deswegen willst du diese OP verhindern. Ich war verletzt. Ich war auch verliebt. Und ich war auch enttäuscht. Ich habe mich auf Sebastian verlassen. Damals haben meine Eltern mich im Stich gelassen, als ich mit Vanessa schwanger war. Und er war der einzige Halt, den ich hatte. Und dann war er einfach weg, über Nacht. Ich war total verletzt, aber ich wollte nicht, dass du darunter leiden musst. Und ich wollte nicht mit dir darüber reden. Wann sind Sie Ihrem Vater zum ersten Mal begegnet? Das war so gegen Juni 2010. Also ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, also ganz normaler Tag halt, und wollte zur Türe gehen, Haustür aufschließen, und dann stand da dieser fremde Mann plötzlich halt vor meiner Haustür.
Und dann bin ich halt weitergegangen und er hat mich halt angesprochen, ob ich Vanessa Thelen wäre. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. Ja, und dann hat er mir gesagt, dass er mein Vater ist. Das hat mir einfach völlig den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich war natürlich irgendwo total skeptisch und ja, habe auch daran gezweifelt. Also. Ich habe mir das in meiner Fantasie tausendmal ausgemalt, wie es wohl sein wird, wenn ich ihr irgendwann gegenüberstehe. Und ja, dann kam dieser Moment, sie kam die Treppe hoch und da stand sie. Ich hatte sie das letzte Mal am Abend, aber sie ist so ein kleines Baby. Und jetzt stand die da nach 18 Jahren, eine erwachsene, wunderschöne Frau. Das ist doch alles. Aber so wie sich Ihre Mutter zumindest hier bisher über Ihren Vater geäußert hat, können Sie doch eigentlich kein besonders gutes Bild von ihm gehabt haben, oder? Also so stimmt das jetzt auch nicht. Meine Mutter hat nie über meinen Vater geredet. Ich meine, ich habe sie zwar immer mal wieder gefragt, aber sie ist halt ausgewichen, hat über andere Themen angefangen, hat mir einfach keine Antworten gegeben. Ja, und irgendwann habe ich dann auch nicht mehr gefragt. Also das heißt aber auch schlecht geredet über ihn hat sie auch nicht. Wussten Sie die ganzen 18 Jahre nicht, wo sich Ihr früherer Partner aufgehalten hat? Nein. Also dann heißt es ja aber auch, Sie haben keinerlei Unterhalt für Ihre Tochter oder für sich. Das ist richtig. Er hat sich gegen diese Familie entschieden und ich habe mich dafür entschieden, dann auch kein Geld von ihm zu wollen. Ich habe auch meinen Stolz und ich habe ihm das auch direkt gesagt, als er uns verlassen hat. Mutige Haltung einerseits, aber auf der anderen Seite wird das Leben dadurch nicht einfacher. Als alleinerziehende Mutter, dass man auch finanziell für alles zuständig ist. Haben Sie es zwischendurch mal bereut? Ich konnte jeden Morgen in den Spiegel gucken und ich war stolz auf mich. Und ich bin manchmal am Ende des Monats wirklich blank gelaufen. Und wenn ich nicht Michael gehabt hätte, das ist Sebastians Bruder, der dann auch ab und zu mal ausgeholfen hätte, weiß ich nicht, was ich getan hätte. Aber es ging mir einfach darum, dass es Vanessa gut geht und dass sie nicht darunter leiden muss, dass ihr Vater einfach mir nichts verschwunden war. Es ging mir immer nur um dein Glück, Schatz, und sonst nichts. Vanessa, Sie haben ja gerade eben gesagt, dass Sie Ihrem Vater am Anfang natürlich, kann ich nachvollziehen, erstmal skeptisch gegenübergestanden haben. Was hat Ihre Haltung so relativ schnell sogar verändert, dass Sie sogar bereit waren, ihm eine Niere zu spenden? Ja, also ich meine, erstmal brauchte ich natürlich Zeit. Ich habe 18 Jahre meinen Vater nicht gekannt, nichts über ihn gewusst und dann steht er auf einmal vor mir. Und halt, Sebastian hat mir halt die Zeit gegeben und dann habe ich halt angefangen, ihn kennenzulernen und wir haben sogar Gemeinsamkeiten entdeckt. Und ja, wir haben viel Zeit miteinander verbracht und dann irgendwann habe ich halt angefangen, ihn zu mögen. Und wie haben Sie von seiner chronischen Niereninsuffizienz? Das war reiner Zufall. Also mein Vater hat einen Monat im Hotel gewohnt und dann ist er halt umgezogen zu seiner Annika. Krankenschwester. Annika. Und ich habe ihm halt beim Umzug geholfen, so Kartons einpacken und dann auch wieder auspacken, also für die WG halt und so. Und als ich dann halt einen dieser Umzugskartons halt ausgepackt habe, habe ich halt seine Dialyse, also Zeiten halt gefunden, seine Termine. Und habe ihn halt natürlich darauf angesprochen. Ich meine, ich wusste ja, dass es ihm irgendwie nicht gut geht. Er sah ja nicht besonders gesund aus und ja, aber ich wollte ihn halt einfach nicht darauf ansprechen. Ja, aber Vanessa, das ist doch kein Zufall, merkst du denn nicht? Das war alles einfach nur ganz geschickt gemacht. Es ging ihm nur um diese Niere. Und das ist kein Zufall gewesen, glaub mir. Jürgen, es reicht jetzt. Hör auf mit so einem Mist, das stimmt nicht. Du warst es gewesen. Du wolltest mich umbringen, du wolltest mich aus dem Weg räumen. Du wolltest das nämlich alles nicht in seinen Kontakt und alles. Hör auf mit dem Mist. Ich wollte diese Niere nicht von ihr. Heißt das, dass Sie von sich aus angeboten haben, Ihrem Vater Ihre Niere zu spenden? Ja, oder? Also ich habe das halt herausgefunden, weil ich halt im Internet selber recherchiert habe, weil mich das halt interessiert hat, was er genau hat. Und dann habe ich halt auch da gelesen, dass ich halt als seine Tochter halt in Frage komme und dass bei mir auch die Wahrscheinlichkeit, dass es halt klappt mit der Transplantation und dass die Niere angenommen wird, dass die Chance halt viel größer ist. Ja, und dann habe ich halt ein paar Tage darüber nachgedacht und habe ihm dann das Angebot gemacht, ihm meine Niere zu spenden. Aber Sie haben das doch von Anfang an befürchtet, dass der das irgendwie fummelt oder nicht und dass der Ihre Tochter ausnutzt. Und deshalb sind Sie auch so unglaublich ausgerastet, als Sie es dann am 27. September erfahren haben, dass es tatsächlich so ist. Als Sebastian Bayer um 20.50 Uhr angegriffen wurde, Herr Staatsanwalt, Sie brauchen gar nicht so die Augen drehen, war meine Mandantin zu Hause. Und das wissen Sie, weil gleich wird der Zeuge Michael Bayer kommen, der Bruder des Geschädigten. Eben. Und er wird dies bestätigen. Ja, warten wir es mal. Das steht doch auf Mama. Die hatten doch sogar schon mal was vor Jahren. Das sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock. Also